Der Fakt des Bundesliga-Rückblick zum 23. Spieltag der Saison 2018-19. Wie immer erst die Fakten mit mir und dann kommt Nico und wir reden über die Spiele und alles, was sonst noch so wichtig war. Werder Bremen und der VfB Stuttgart trennen sich mit 1:1 unentschieden. Und das nach einer richtig guten Phase, in der Stuttgart, genauer gesagt Steven Zuber, nach 2 Minuten das schnellste Tor seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga des VfB Stuttgart geschossen hat. Am Ende brachte es ihnen dann trotzdem nichts, denn Werder Bremen machte den Ausgleich und ist jetzt seit 11 Bundesliga-Heimspielen gegen den VfB ungeschlagen. Milot Rashica auf Seite der Bremer ist weiterhin unersetzlich, denn 5-mal schoss er selber aufs Tor, die meisten Schüsse aufs Tor aller Spieler auf dem Feld und 3 Torschussvorlagen gab er. Insgesamt ist er damit an 8 von 15 Torschüssen der Bremer beteiligt gewesen und ist damit auf jeden Fall MVP des Spiels. Auf der anderen Seite steht der VfB Stuttgart jetzt immer noch auf Rang 16 auf dem Relegationsplatz. Allerdings ist wenigstens eine Serie gebrochen. 5 Spiele waren sie davor auswärts ohne Sieg bzw. ohne Punkt. Jetzt haben sie wenigstens einen Punkt geholt. Der SC Freiburg überrollt den FC Augsburg. Mit 5:1 schießt man die Fuggerstädter ab und fährt damit den höchsten Sieg in der Trainerlaufbahn von Christian Streich ein. Und das ist ja schon eine ziemliche Ecke. Außerdem hat Nils Petersen direkt mal ein paar Tore geschossen und hat jetzt 6 Tore in 6 Spielen gegen den FC Augsburg auf dem Konto. Unter anderem traf auch Vincenzo Grifo mit einem direkten Freistoß und wie lange der daran schon arbeitet, sieht man an dieser Statistik, denn 36 Freistöße hat er schon getreten und jetzt ging endlich der erste in seiner Bundesliga-Karriere rein. Das war unter anderem ein Tor zu den 34 Toren, die der SC Freiburg jetzt in dieser Bundesliga-Saison geschossen hat. Und das ist die beste Ausbeute nach 23 Spieltagen seit der Saison 1994-95. Der FC Bayern empfing am Wochenende außerdem Hertha BSC in der Allianz Arena. 1:0 ist das Spiel am Ende ausgegangen und das Ganze wurde durch einen Standard entschieden, denn die Hertha hat gar nicht so schlecht verteidigt. Am Ende ist es das 7. Tor nach einer Ecke, das der FC Bayern schießt. Das ist Bundesligaspitze und außerdem ist es das 11. Kopfballtor, das der FC Bayern machen konnte. Das ist auch Bundesliga-Bestwert. Und wer anderes als Javi Martinez macht natürlich den Kopfball zum 1:0. Er ist momentan wahrscheinlich in einer der besten Formen seines Lebens, wenn nicht sogar in der besten seines Lebens. Gegen Liverpool hat er schon richtig gut gespielt und jetzt macht er eben das 1:0 mit seinem ersten Tor auf den Tag genau seit 6 Jahren. Borussia Mönchengladbach geht zu Hause gegen den VfL Wolfsburg mit 0:3 baden, nachdem man ja schon das letzte Heimspiel gegen die Hertha 0:3 verloren hatte, was überhaupt nicht typisch ist für die eigentlich heimstarke Borussia aus Mönchengladbach. Einer hat genau 2 Tore geschossen und zwar Admir Mehmedi. Der 3. Doppelpack in seiner Bundesliga-Karriere ist ihm damit gelungen. 2 davon hat er gegen Borussia Mönchengladbach geschossen. Die Wölfe holten sich im Borussia-Park den 7. Auswärtssieg dieser Saison und mehr Auswärtssiege in einer Saison hatte man nur 2007-2008. Damals waren es 9. Und in dieser Saison hat nur der FC Bayern mit 27 Punkten mehr Auswärtspunkte gesammelt als der VfL Wolfsburg mit 23. Und das ist schon richtig respektabel. Und das nächste 3:0 an diesem Spieltag. Schalke 04 verliert auswärts bei Mainz 05 kläglich eben mit 3:0 und hat damit mit 23 Punkten aus 23 Spieltagen die schlechteste Bilanz auf dem Konto seit 1982-83. Damals waren es gerade mal 16 Punkte, die man gesammelt hatte und dann am Ende der Saison richtig stieg man ab. Die Vergangenheit sprach eigentlich für Schalke, denn in den letzten 3 Spielen gegen Mainz schoss man 11 Tore und ließ kein einziges zu. Andersrum war Mainz seit knapp 8 Stunden gegen Schalke ohne einen eigenen Treffer. Und dann kam Karim Onisivo und machte die Schalker Defensive nass. 2 seiner 3 Torschüsse machte er rein und führte die meisten aller Zweikämpfe auf dem Platz, nämlich 40. MVP des Spiels, keine Frage, Glückwunsch dazu. Fortuna Düsseldorf holt einen 0:1 Rückstand noch auf und gewinnt mit 2:1 gegen einen geschwächten Club. Warum geschwächt? Ja, weil Matheus Pereira sich nicht unter Kontrolle hatte. Rote Karte nach 4 Minuten und das war der schnellste Platzverweis für den Club in der Bundesliga-Geschichte. Und damit gewinnt Fortuna Düsseldorf erstmals seit 28 Jahren, genauer gesagt am 5. April 1991, das erste Bundesligaspiel gegen den FC Nürnberg eben seit diesem Zeitpunkt. Und hat jetzt aus den letzten 9 Spielen 19 Punkte gesammelt und ist damit eigentlich, wenn es so weitergeht, auf ziemlich guten Kurs, nicht abzusteigen. Eintracht Frankfurt nimmt den Schwung aus dem Europa-League-Spiel mit gegen Schachtja Donetsk und gewinnt auch gegen Hannover 96 mit 3:0 auswärts. Und jetzt ist Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 seit 6 Spielen ohne Niederlage, beziehungsweise sogar ohne Unentschieden und Niederlage.
6 Siege in den letzten 6 Spielen. Das ist eine Serie, die es gegen keinen anderen Bundesligisten gibt bei Frankfurt. Und wer hat mal wieder getroffen? Richtig, Luka Jovic. Der baut seinen Vorsprung in der Top-Torschützenliste der Bundesliga aus. 15 Saisontore hat er bisher gemacht, allerdings davon nur 4 auswärts, eben 1 jetzt gegen Hannover 96. Und wie die Hannoveraner läuft es weiterhin gar nicht gut. Im 12. Heimspiel in dieser Saison macht man das 7. Mal keine Tore. Das heißt 7 Heimspiele, wo die Fans kein einziges Tor bejubeln konnten. Und das gab es in einer Saison für die 96er noch nie. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen trennen sich mit 3:2. Ein unglaublich spannendes Spiel, besonders in der Endphase. Und unter anderem, dank Jadon Sancho, geht dann Borussia Dortmund als Sieger vom Platz. Sancho hat jetzt 9 Tore auf dem Konto in dieser Bundesliga-Saison und löst damit Lukas Podolski als jüngster Bundesligaspieler mit 9 Toren in einer Saison ab. Dann Axel Sagadou schießt das 1:0 und kann sich jetzt als 18. Spieler im Borussia Dortmund-Kader auf die Torschützenliste eintragen. Und das ist jetzt schon Bundesliga-Rekord für den BVB. Und obwohl Dortmund nur 37% Spielanteile hatte, das ist das wenigste der ganzen Saison, ein neuer Negativrekord, kann Bayer Leverkusen daraus kein Kapital schlagen. Kevin Volland schießt zwar sein 29. Tor für Bayer Leverkusen, bringt am Ende allerdings trotzdem nichts. Übrigens hat Volland jetzt damit genauso viele Tore wie Michael Ballack. Der brauchte dafür allerdings 114 Spiele, während Kevin Volland das in 77 geschafft hat. Und wir haben wieder ein Montagsspiel. RB Leipzig empfängt TSG Hoffenheim zu Hause und es wird ein echtes Spitzenspiel. Richtig spannend, denn da trifft Offensivfußball auf Offensivfußball. Ich freue mich, ich hoffe ihr auch. Schreibt mir in die Kommentare, was euer Tipp ist. Das war's mit den Fakten. Jetzt kommt Nico und wir reden so ein bisschen über die Spiele und natürlich auch über alles andere, was an diesem Spieltag so wichtig war. Okay, Nico, was geht ab? Flo, woo, yay! Werder Bremen gegen Stuttgart. Rock'n'Roll. Was sagst du dazu? Tuba Power. Boom. Abgezubert. Yeah. Yeah. Was soll ich? Ups, Entschuldigung. So. Ist schwierig. Also ich glaube, am Ende des Tages war das unentschieden verdient. Bremen hatte wahrscheinlich die bessere Chance, aber Stuttgart war auch auf dem Weg nach oben. Stuttgart ist prinzipiell, sehen sie derzeit nicht ganz so katastrophal aus. Wobei, nee, letzte Woche sahen sie wieder scheiße aus, ne? Boah, also ich muss sagen, Gomez verkackt 200%ige Chancen. Ja. Aber man kennt ihn ja nicht anders. Ja. Generell muss man sagen, dass Stuttgart das wirklich nicht so schlecht gespielt hat. Und es sah teilweise wirklich gut aus. Mhm. Nur hinten, wenn man halt nicht so gut steht und Davy Klaassen dann, ne, einmal draufziehen lässt. Wenn Mario Gomez dann nicht Angst vor der eigenen Courage hat, Mario Gomez, dass er da durch ist einmal. Da steht 2-0, dann ist es ein anderes Spiel. So ist es natürlich wieder ärgerlich. So ist es für beide Mannschaften kacke, das ist ganz klar. Ja. Und am Ende des Tages, ja, kann keine Mannschaft so richtig, ja, weißt du, es war ein 1:1-Spiel, finde ich wirklich. Ja. Also, aber ein 1:1 hilft auch Stuttgart und auch Bremen nicht wirklich weiter. Zieler war stark, das kann man noch sagen. Nachdem er scheiße war beim Gegentor. Ja. Am Ende 1:1, glaube ich, ist gerechtfertigt. Milot Rashica muss man noch erwähnen. Weil er zum ersten Mal nicht getroffen hat, oder? Weil er zum ersten Mal nicht getroffen hat, aber weil er auch einfach unglaublich stark war. Generell, gutes Spiel von beiden Mannschaften, fand ich. Ja. Darauf kann man aufbauen. Denke auch. Auf dieser Leistung kann auch der SC Freiburg aufbauen. Denn mit einem 5:1 Augsburg aus dem Stadion rauszuschießen, das muss man auch erstmal schaffen. Augsburg hinten katastrophal. Damit rechnen wir eigentlich nicht bei Freiburg, dass die 5 Tore schießen, ne? Nee, gehört niemals. Sich nicht. Ja. Wenn dann eben gegen den FC Augsburg. Vorne Augsburg auch komplett ungefährlich. Freiburg, die haben die Büffelherde ausgepackt mit Nils Petersen. Ach komm, jetzt hör doch auf. Und da waren halt auch einige richtig geile Spielzüge dabei. Auf jeden Fall, Freiburg hat mega, mega Bock gemacht. Bei Augsburg war auch wirklich alles, dann auch die rote Karte für Reece Oxford am Ende. Da ist wirklich alles aufeinander gekommen. Ich glaube, man kann jetzt ganz klar sagen, Freiburg wird nicht mehr absteigen die Saison. Das kann man jetzt, glaube ich, schon festhalten. Und Augsburg macht einen großen Case dafür, dass sie auch da unten reingehören zu den 3 schlechtesten Mannschaften. Haben gesagt, ey, Stuttgart, Hannover, ich weiß, ihr seid gerne schlecht, aber guck mal, was wir können. Hallo. Wir können in Freiburg untergehen. Ey, und das ist jetzt gar nicht mehr so weit entfernt, ne? Nö. Stuttgart ist 2 Punkte dran an Augsburg. Tja. Das wird noch interessant da hinten. Und ich kann mir vorstellen, wenn Stuttgart so weiterspielt, wie sie gegen Bremen gespielt haben, und Augsburg so weiterspielt, wie sie gegen Freiburg gespielt haben, dass sich da unten noch ein bisschen was vertauscht. Ich kann es mir auch vorstellen. Also es würde mich nicht mehr überraschen, wenn der FC Augsburg direkt runtergeht am Ende der Saison. Wir werden es sehen. So,
Riesenprops erstmal nochmal an Freiburg und Riesenprops an Karim Rekik. Ja, wir haben darüber vorhin schon kurz gesprochen. FC Bayern gegen Hertha BSC. Erstmal kann ich sagen, dass Hertha defensiv super stand. Ja. Und es auch gut gegen Bayern gemacht hat, fand ich persönlich. Ja, fand ich auch. Ach, absolut. Du hast ein Tor kassiert. Paul Dardai meinte danach irgendwie, gegen Bayern immer nur Mauern ist ein bisschen doof. Deshalb haben sie ein bisschen weiter vorne gestanden. Ja, ein bisschen Ballpressing betrieben. Hatten auch gute Chancen. Hatten auch das 1:0, was natürlich nicht gegeben wurde wegen Abseits. 1:0 auch nochmal auf der Schuhspitze von Davy Selke. Stimmt. Und am Ende entscheidet das halt ein Standard, finde ich persönlich. Genau so ist es dann halt, ne? Ja. Ja, ich habe mir vorher keine 3 Punkte gewünscht. Ich habe mir nicht gewünscht oder also nicht gewünscht, nicht, also gewünscht nicht schon, zu wagen gehofft. Nicht erhofft. Ein 1:1 wäre, glaube ich, auch nicht wirklich verdient gewesen für Hertha, muss man gestehen. Ja, es war schon okay, dass die Bayern jetzt 3 Punkte. Bayern hat auf jeden Fall mehr Aufwand betrieben, so ja. Das muss man halt sagen. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber die Hertha, das war irgendwie klar, dass sie wieder gut aussehen in Berlin, in München. Ja. Das haben sie echt ganz gut drauf. Dann macht halt ein Standard einen Unterschied und am Ende des Tages ist nach München fahren immer noch nach München fahren. Das ist richtig. Weißt du? Also, ich bin auch überhaupt nicht sauer. Ich habe, ein paar von euch haben es gesehen vielleicht, ich habe auch danach den Tweet wieder gelöscht und getwittert, dass der Schiri eine falsche Entscheidung getroffen hat. Ich hatte schon überlegt, ich möchte mich dafür entschuldigen. Am Ende, ich habe es mir nochmal 5-mal angeguckt. Ich hatte die Fanbrille so ein bisschen auf. Eine rote Karte kann man für Rekik ja schon geben gegen Lewandowski. Aber man muss auch zugeben, dass ich Lewandowski ganz schön theatralisch hinschmeißt. Mein Tag dazu ist einfach nur, dass es einfach von Rekik so richtig dumm ist. Es ist einfach so richtig dumm und unnötig. Sehr dumm. Und ja, man kann sicherlich einen Case dafür machen, dass man die rote Karte nicht geben muss. Aber wie du jetzt auch gerade gesagt hast, wenn du dafür die rote Karte kriegst, kannst du dich auch nicht so richtig beschweren, weil es eben so saublöd war. Und Rekik hat so ein bisschen ein Problem, dass er eine sehr kurze Lunte hat, wenn es darum geht, nicht auszuflippen. Ja, weißt du? Rekik ist sehr emotional dabei. Genau, so kann man, glaube ich, sagen. Genauso wie ich, wenn ich Fußball spiele, außer dass ich Robert Lewandowski keine reinhauen würde. Gut, reingehauen haben die Wölfe, auch Borussia Mönchengladbach eine. 3:0. Ohne Obwohl Probleme. Der Spielverlauf was komplett anderes sagt. Gladbach war besser von den Chancen her. Ja. Besser vom generellen Spielaufbau her. Ja. Das schönere Spiel gemacht auf jeden Fall. Ja, aber das ist ja das, was Wolfsburg so ein bisschen ausmacht in den letzten Wochen. Dass sie häufiger nicht die Mannschaft sind, die besseren Fußball spielt, aber die Mannschaft, die ja 3 Tore schießt. War auch gegen Mainz genau dieselbe Geschichte. Und am Ende des Tages war es dann auch verdient. Und gerade in der zweiten Halbzeit muss man auch sagen, dass Wolfsburg das defensiv sehr, sehr gut geregelt hat. Und er hat wenig passieren lassen. Ja. Also Wolfsburg hätte sich aber auch nicht beschweren können, wenn da noch 1-2 Tore mehr gegen sie gefallen wären. Sicherlich. Besonders sicherlich. Hazard, was Castells macht, ist unglaublich. Der hat richtig Bock momentan. Castells, heimlich still und leise, einer der besten Keeper der Bundesliga. Aber man kann, glaube ich, Cases dafür machen, dass wir 10 beste Keeper der Bundesliga haben momentan. Ja. Gut, ja. Was ich sagen wollte, Gladbach mit dem besseren Spiel, fand ich, aber am Ende mit dem kürzeren, was sagt man, mit der kürzeren Karte? Nee. Kürzere Streichholz gezogen vielleicht? Kürzere Streichholz gezogen, schwarzen Peter. Ja, also für mich ist das halt wirklich, keine Ahnung, ich sehe schon, warum du sagst, Gladbach war besser, aber wenn der Wolfsburg 3 Tore einschenkt, dann so viel besser kann es nicht gewesen sein. Aber Wolfsburg auf jeden Fall jetzt Fünfter, die marschieren richtig. Ey, Leverkusen und Wolfsburg, wenn mir einer gesagt hätte, dass die vor 10 Spieltagen gesagt hätte, dass die Siebter und Fünfter sind, ich gesagt, nö. Nö. Tja. Und jetzt stehen jetzt die da ist oben es so. Und riechen an Europa. Aber ich sag's ja auch, wenn eine Mannschaft, die in der Bundesliga einfach ihre Chancen nutzt, wird in der Bundesliga immer gut sein. Ja. Das ist halt einfach so. Wenn jemand Mannschaft eiskalt ist, dann klappt das. Übrigens, eine Situation noch. 1:0 stand es da und dann hätte es einen Elfmeter geben müssen, meiner Meinung nach, weil Weghorst die Hand zum Ball aktiv führt, dann hätte es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen, wenn da Gladbach den Ausgleich macht. Man muss natürlich erstmal den Elfmeter auch reinmachen, bla bla bla. Aber das hat schon ein bisschen die Spieldynamik verändert. Elfmeter nicht gegeben, den man hätte geben müssen. Ich weiß nicht, warum es den Videoschiedsrichter deshalb gibt. Eigentlich doch genau dafür. Aber am Ende eben doch kein Elfmeter. Und die zweite Heimniederlage für Gladbach hintereinander. Ja, muss man auch mal sagen, dass sie in den letzten 3 Spielen einen Punkt geholt haben. Das ist für eine Mannschaft, die immer noch Dritter steht, nicht Dritter ist, nicht unbedingt gut. Ja, die haben halt ein bisschen vorgearbeitet.
Aber jetzt ist halt, du musst, ich meine, Wolfsburg ist jetzt 3 Punkte hinter den. Kopf macht er nicht über deine Beschissene. Vorgearbeitet hat auch der FC Schalke 04. Warum hast du da jetzt nicht Heidel gesagt? Weil der hat nämlich vorher gearbeitet bei Mainz 05. Weißt du? Das hat er wohl da gelegen. Ich wusste halt nicht, dass Heidel davor da gearbeitet hat. Das wusstest du. Ja, das kann sein. Jedenfalls, 3-0. Ohne Probleme, Mainz 05. Was ist da los? Schalke sah gar nicht so schlecht aus, aber Mainz war halt einfach viel, sogar eine Klasse besser. Ach, fand ich. Also, so. Wenn du so dermaßen in Konter läufst wie Schalke 04, dann finde ich nicht, dass man sagen kann, dass sie nicht schlecht aussahen. Sie sahen, das Selbstvertrauen war ein bisschen mehr da, als es man in den letzten Wochen gesehen hat, das gebe ich. Aber wenn du dreimal dich von Mainz 05 so ausspielen lässt oder zweimal in Kontern, dann ist das für mich keine gute Leistung. Und gut, also Onisivo ist einfach der beste Spieler der Bundesliga. Okay, also dann lass es mich so sagen, Schalke hatte genug Chancen, damit es nicht 3-0 ausgeht. Das kann man sagen. Und wenn man die nicht nutzt, man braucht halt irgendwie Elfmeter, um da Tore zu schießen. Was nicht gut ist. Ich glaube, Elfmeter verlassen und, ist selten von Erfolg gekrönt. Auch Caligiuri, kein Elfmeter nach dem Zweikampf mit Boetius. Das hat der Schiri ganz richtig entschieden. Und Mainz macht halt einfach Spaß zuzusehen, finde ich. Ja, Mainz war auch scheiße, muss man sagen, lange Zeit jetzt wieder. Ne? Aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Mainz hat auch Sandro Schwarz verlängert in der Phase, wo man nicht unbedingt mit einer Verlängerung rechnet. Und das ist natürlich ein starkes Zeichen. Und ja, Mainz hat, ist einfach, stimmt schon, es ist eine spannende Truppe, ein spannendes Projekt, finde ich auch. Und irgendwie war mir das auch relativ, war mir das klar vorher. Das, man hatte so ein Gefühl, dass Schalke in Mainz einfach nichts holt. Kannst ja auch sagen, dass du auf Mainz gewettet hast. Ja, yeah, Cash! Der Profi. Young Money, Cash Money. Gewettet? Ich hab auf Wolfsburg, Mainz und Freiburg gewettet und auf kein Gegentor, auf kein Tor bei Hertha Bayern in der ersten Halbzeit. Boom! Tja, der Profi. Mhm. Profi ist auch Mateus Pereira. Und zwar in rote Karten bekommen für komplett Unmigration. Ey, der hat doch nur mal Hallo gesagt. Eierbecher. Nee, also kannst du mir bitte sagen, was da in seinem Kopf vorging? Nichts. Einfach nichts. Da soll ich sagen, jeder hat das mal auf dem Fußballfeld, dass er mal kurz rot sieht oder dass er mal kurz was Dummes macht. Yeah. Was war? Naja. Er hat rot gesehen und dafür rot gesehen. Ach so, ja. Jeder kennt die Situation, wo sowas mal passiert. Natürlich ist es saubescheuert, ultra dumm. Natürlich sehen das 400 Kameras im heutigen Stadion. Aber da denkst du in dem Augenblick nicht dran. Trottelig, wird ihm nicht einmal passieren in seiner Karriere, so viel wage ich zu behaupten. Und am Ende des Tages hat er seine Mannschaft vielleicht das Genick gebrochen damit. Ne? Wo es ja eigentlich gar nicht so danach aussah erstmal, weil der Löwen, der hat einen richtigen Hammer ausgepackt, Macht dann das 0-1 und am Ende muss man dann Düsseldorf eigentlich vorhalten, ja, dass die dann nur 2-1 gewinnen mit knapp 90 Minuten in Überzahl. Richtig, und dass sie ein Eigentor brauchen von Everton. Aber nein, du musst Düsseldorf überhaupt nichts vorhalten, weil sie müssten dieses Spiel gewinnen und sie haben es irgendwie gemacht. Und bei Düsseldorf ist scheißegal, wie sie Spiele gewinnen. Überhaupt. Es spielt gar keine Rolle, wie Düsseldorf irgendwelche Punkte holt, solange sie holen. Und die sind jetzt auch 12 Punkte vor dem Relegationsplatz. Ey, Mann, was, die sind 4 Punkte hinter euch. Ja, ich weiß nicht. Mann, ich habe richtig Angst. Ich habe wirklich Angst, Mann. Aber ich weiß auch nicht. Also Düsseldorf, Props für diese Saison. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so weit vorne steht irgendwann. Das hätte keiner gedacht. Nürnberg, ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit abgeschlagen seid irgendwann. Aber Düsseldorf, finde ich, immer noch muss mehr aus dieser Situation machen, wenn man da 11 gegen 10 für über 80 Minuten spielt. Finde ich schon, dass man da schon ein bisschen mehr Man kann mehr draus machen, aber sie haben halt am Ende 3 Punkte geholt, deswegen die werden sich nicht beschweren. Props. Läuft das gut dafür bei denen? Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt. Ich sage einfach nichts, weil dann wird mir wieder vorgeworfen, dass ich komplett gegen Hannover bin. Deshalb lasse ich dir einfach mal die... Ah, Hannover war so scheiße. Ich war im Stadion, liebe Grüße an alle, die Hallo gesagt haben. Hannover war so schlecht. Das kann ich ja nicht anders sagen. Okay. Hannover war so richtig schlecht. Und das, obwohl sie eindeutig versucht haben, über Kampf ins Spiel zu kommen. Die Einstellung war da, das musste sie ihn lassen. Hast du ja bei Philippe gesehen, dass die Einstellung da war, Alter. der darf einfach nicht mehr auf dem Feld stehen am Ende des Spiels. Das ist ja, um es mit Uli Hoeneß zu sagen, geisteskrank. Ich habe nur Uli Hoeneß zitiert. Aber genau wie Niklas Stark vor ein paar Wochen, wenn er die erste gelbe Karte kriegt, geht er in den zweiten Zweikampf auf keinen Fall mehr so. Ja. Und dann steht er halt noch auf dem Platz. Ja, richtig. Theoretisch wären es 2 gelbe Karten. Definitiv. Und beide dunkelgelb in meinen Augen. Also definitiv muss der runter. Und dann halt Luka Jovic, der wieder mal nervt, weil er denkt, er muss den lupfen. Ey, ich schwör's dir, Luka Jovic macht
wie bei FIFA. Das ist wie bei FIFA, man das sagt, weißt du, läufst frei aufs Tor zu, dann Lupfer. Und in der Sekunde, wo du lupfst, weißt du, Scheiße, Scheiße. Und genauso was wieder, lupft gegen den Torwart, der 4 Meter groß ist. 4 Meter ist der erste groß. Ich glaube, er ist tatsächlich der größte Keeper der Bundesliga. Größte Keeper der Liga, habe ich auch gelesen. Und Djovic will über den lupfen. Klappt natürlich nicht. Rebic verdient sauer. Dann trifft Rebic selbst, dann trifft Djovic, dann trifft Kostic und das Spiel verdient gewonnen. Und Eintracht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, im Stile einer Mannschaft, die sich für Europa qualifizieren will. Solche Spiele muss man gewinnen, da gibt es keine Kompromisse. Und das hat die Eintracht in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Und jetzt können wir ja sagen, vor dem Spiel gegen Donetsk meintest du ja, oh mein Gott, wenn wir gegen Donetsk verlieren und wenn wir gegen Hannover verlieren. Und am Ende habt ihr gegen beide gewonnen. Ja, ich habe nur gesagt, dass die Saison halt jetzt ganz, ganz schnell einfach über den Bach untergehen kann. Ne? Mhm. Und ansonsten kann ich nur sagen, überall in der Bundesliga, auch gestern in Hannover und auch im Frankfurt-Block wieder, Peter Beuth, der hessische Innenminister, hat eine gute Zeit, glaube ich, wenn er Fußball schaut am Wochenende. Eine gute Zeit hatten auf jeden Fall auch alle Dortmund- und Leverkusen-Fans. Denn 3-2 mit einem richtig schönen, spannenden Spiel. Ja, nur, dass das Leverkusen die Fans halt verloren haben. Weiß nicht, wie gute Zeit für die wirklich war. Naja. Also Leverkusen, kann man sagen, war die bessere Mannschaft über große Strecken. Ja, vor allem hätten sie relativ früh in meinen Augen führen müssen. Ja, dass der BVB dann 3 Tore macht, ist irgendwie dem Spielverlauf nicht ganz gerechtfertigt. Aber das haben wir irgendwie, das zieht sich ja irgendwie durch den gesamten Spieltag. Ich sag's momentan. Wieder, Spitzenmannschaft, BVB. Da merkst du es. Das Spiel mussten sie gewinnen. Jetzt glaube ich wieder bei einem BVB. Werden Meister, Champions League-Sieger und gewinnen DFB-Pokal. Okay. DFB-Pokal, Moment. Scheißegal. Hab ja nicht gesagt, wann. Dortmund, unglaublich effektiv, eben im Stile einer Spitzenmannschaft. Dein das Axel. Muss man erstmal so machen, Alter. Dann Axel mit seinem ersten Tor, Götze als Kapitän. Seit wir gesagt haben, oder ich gesagt habe, Mario Götze wird nie wieder ein Spieler von internationalem Top-Niveau, spielt er überragend. Also, wenn ihr bei euch in der Mannschaft, bei eurem Verein einen Fußballer habt, von dem ihr denkt, er könnte sehr, sehr gut sein, aber er ruft sein Potenzial nicht ab, schreibt es mir, ich werde ihn hier kritisieren und dann wird das danach alles wieder laufen, scheinbar. Kannst du mal kurz... Ich habe auch gerade überlegt. Kannst du auch kurz Lukas Klünter? Lukas Klünter, der könnte gut sein, aber... Ja. Klünter wird niemals ein ordentlicher Bundesligaspieler sein, kein überdurchschnittlicher, das weiß ich, wie es ist. So. Kevin Trapp wird niemals 6 Tore schießen. In einem Spiel. Mal gucken, was da so passiert. 3 Punkte für Dortmund sind am Ende vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, hätte ein Unentschieden, vielleicht sogar ein Sieg für Leverkusen sein können. Ja. Aber du hast das eigentlich schon richtig analysiert. Blöd für Uli Hoeneß, ne? Da war ich doch so sicher, dass Bayern wieder Tabellenführer ist. Wir sind Tabellenführer! Sie waren Tordifferenz. Tordifferenz ist doch egal. Und ich habe da einen schönen Tweet zu gelesen und das ist auch für mich so der Schlusssatz für heutige Fakt ist, ich wünsche mir im Moment nichts mehr, als dass Dortmund wegen Torverhältnis Meister wird. Weil ich glaube, dass Uli Hoeneß... Wir sind Meister! Ich glaube, den platzt die Hose, wenn das passiert. Ernsthaft. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich glaube, vielleicht fliegt, hebt er ab. Ja, so. Wir müssen noch kurz sagen, El Plastico heute Abend. Oh ja. Leipzig, müssen wir tippen oder was? Leipzig gegen Hoffenheim. Sag mal. 2-2. Ohne Spaß, genau dieses gleiche Ergebnis hatte ich auch im Kopf. Schöner Offensivfußball, hinten vielleicht nicht so geil, aber dann eben trotzdem schneller Fußball, schnelle Konter. Also ich sag, schöne Tore. Ich sag 2-2. Wenn eine Mannschaft gewinnt, dann Leipzig, auf keinen Fall gewinnt Hoffenheim. So, ich setze mich hier mal richtig in die Nessel. Okay, ich sag dann, weil du es so gesagt hast, sage ich 3-1 Leipzig. Okay. Das war's dann und ich gebe zurück zu mir. So, danke, Nico. Ich mach die ganze Zeit so. Yeah. Ich weiß nicht warum. Rock'n'Roll, Baby. Woohoo. Zurück zu mir. Ciao, Nico. Tschö. Das war's für heute mit dem Fakt des Bundesliga-Rückblicks. Schreibt nochmal in die Kommentare, wer euer Spiel des Spieltags war. Hier könnt ihr noch 2 andere Videos anschauen. Unter anderem die Top 10 vom letzten Freitag. Schaut es euch an, es lohnt sich auf jeden Fall. Drückt den Abonnieren-Knopf, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.